Hallo und herzlich willkommen zu Folge 513. Ja, wir stehen hier neben der Burg und da oben haben wir ja mutanische Ork-Krieger erspäht. Ne? Also was das wohl heißen mag. Ja Leute, übrigens, ich will direkt mal voraus erwähnen, ja, dass ich manchmal da ist ein bis zwei Folgen auch im Voraus aufnehme. Das heißt für euch, wundert euch bitte nicht, wenn ich manchmal Fragen wiederhole, auch wenn ihr sie vielleicht schon beantwortet habt, ja, ignoriert dann quasi einfach diese paar Sekunden nervenden Töne von mir, ja, ertragt sie so gut es geht oder ignoriert sie sonst was, weil wie gesagt, wenn ich im Voraus aufnehme beziehungsweise ja Videos produziere noch bevor die davor eben veröffentlicht wurden, dann kann ich noch nicht, auf warum liegt hier in der Zunge, ist auch egal, da kann ich ja noch nicht darauf reagieren, wenn ich schon eine neue Folge aufnehme, ja, und dann, ja. Aber wie gesagt, ihr seid ja hart gesotten, das interessiert euch wahrscheinlich gar nicht. Ihr werdet einfach trotzdem doppelt und dreifach beantworten. Und als kleiner Zusatz erwähnt, dass ich eben ein Affe bin und eher eure Kommentare lesen sollte. Nee, Quatsch. Aber ja, da kommt wieder Schrei der Toten auf uns zugedüst. Aber ja, manchmal kann es wie gesagt sein, dass ich im Voraus aufnehme und nur, dass ihr das zur Kenntnis nehmt. Deshalb habe ich mich gerade volle Kanne davon treffen lassen. Wie gesagt, aber ich denke, ihr habt dafür Verständnis, weil ihr seid ja keine Affen. Affen haben dafür kein Verständnis. Und auch Schamanen auch. Aber das sind Affen. Was war denn das? Ich mache hier Schrei der Toten. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, wollte noch mal kurz erwähnen, dass ich, wie gesagt, manchmal vor heraus, hinaus, sonst was aufnehmen, im Vorhinein. Und deswegen manchmal Fragen, ja, häufiger auftreten können. Also dieselben. Dicht gefolgt. So, was machen wir heute? Ja, eigentlich relativ simpel, wir sind schon mitten dabei, mittendrin im Geschehen, töten die Orks um das alte Lager herum. Da ist nichts zu holen. Und ja, danach würde ich nämlich mal gerne da einmarschieren. Ich habe auch noch gelesen, also wir dürfen jeden Ork töten, bis auf Urshak selbst, ja, seine Eliten, okay, nur ihn nicht. Jetzt müssten wir nur wissen, wo sich der Kerl aufhält. Das wäre etwas hilfreich. Ja, ich muss aber sagen, ich finde es immer wieder interessant, hier zu sein, im alten Lager in Gothic 2, denn wie gesagt, man sieht hier quasi die Zerstörungskraft der Orks, ja, alles was sie hinterließen, hier sieht man den Klauen einfach mal. Und ja, wie gesagt, im Kontrast zu Gothic 1 war es hier eigentlich ganz schön, also natürlich war es ein Dreckshaufen, ja, zusammengeschissene Papphäuser ohne Palisade außenrum wie in so einem Gefängnislager, aber dennoch hat es Charme. Das habe ich in der letzten Folge schon am Ende mal erwähnt und deswegen, ich finde es immer so krass, wie das dann zugerichtet wurde, ja, nach so einer Belagerung. Ja, der äußere Ring ist quasi komplett dezimiert worden, was aber auch irgendwie kein Wunder ist. Ne? Also das stellt ja keine Herausforderung dar für so eine riesige Orgramme, so ein kleiner Holzwall, wo ein paar Gardisten draufstehen, die dann rumheulen. Wobei das, glaube ich, dann schon gar keine Gardisten mehr waren. Die sind ja alle abgedüst. Den Wag da eben getroffen oder irgendwas anderes. Irgendwas habe ich da hinten getroffen. Ich mache mir halt nur Gedanken, ist Urshak da? Wie gesagt, ich weiß ja nicht, wo der sich befindet. Wobei ich glaube, der ist da oben auf der Anhöhe. Entweder das oder mitten in der Orkstadt oder sonst wo. Und ja, noch zum Hintergrund der Gesamtstory. Denn es ist ja so, die Orks haben noch eine Invasion gestartet, ne? Eine Invasion vom Meer aus. Das heißt, das Mietteil wurde quasi in die Mangel gelaufen. Und jetzt kommt hier einfach, Scheiße, das kommt hier angehört. Was geht denn hier ab? Mach mal langsam, Kollege. Nein, 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 geh weg. Du Arschgeige. Sehr ungünstig hier die ganze Situation. Alles klar, ist schon bereinigt worden. Arschgeige. Mal auf, wie die Zauber auszuspammen, Alter. Was ist mit dir los? Schon mal was von Cooldown gehört oder so? Na gut, ich meine, das gab's so derzeit nicht, ne? Nicht so ganz. Hauptsache Mana passt, ne? So sieht's aus. Ja, aber wie gesagt, zurück zum Eigentlichen, ja. Es wurde auch eine Invasion
vom Meer aus gestartet. Und diese Orks befinden sich auf der anderen Seite des Walles. Also es war nochmal eine Fehlinformation meinerseits. Damit endet das Ork-Herrschaftsgebiet gar nicht. Nein, es fängt quasi damit erst an. Also sprich, hinter dem Wall. Aber das war, glaube ich, sogar in Gothic 2 erwähnt worden. Und ich habe es wieder vergessen zu sagen, oder ich irritiere wieder alle und mich selbst. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass... Ja, warum soll eine Palisade sein? Dahinter ist ja keine Gefahr. Das Einzige, was man damit eben machen kann, ist vielleicht Gegner eingrenzen. Na, weil dahinter sind ja noch mehr Orks. Quasi, damit keiner entfliehen kann oder so. Wir werden weiter hier Urshaks Eliten und normale Truppen dezimieren. Das klingt jetzt auch recht gut. Jetzt rastet hier der Rest wieder aus. Der blöde Schamane auch. Nee, auch zu wieder hin. Ja, Uga Chaga am Arsch. Kannst du vergessen. So, Wolfs und Wagfälle. Nee, sind sogar zwei Wagfälle. Nehmen wir mit. Ich weiß gar nicht warum. Ausgewohnheit wahrscheinlich. Nicht zu holen. So, aber hier haben wir eine Steintafel. Das ist doch mal interessant. Also da könnte man die Augen offen halten. Jetzt müssen wir auch gar nicht mehr so lange hier runter scrollen. Immer noch lang genug. Naja, aber es... Aber es geht, ne? Ich dachte gerade ganz kurz. Aber nein, das hatte ich alles behalten, genau. Ich war gerade ganz kurz irritiert. Ich dachte nämlich, unsere Sachen wären nicht abgelegt worden in der Kiste, aber dann war es doch so, denn ich hatte viel mehr Krimskrams dabei, gerade an Büchern. So, da mal wieder ein Ork-Krieger, den treffen wir von hier aus. Da hinten ist wieder so eine Ansage. Scheiße, den wollte ich jetzt gar nicht abschießen. Dann gucken wir uns erstmal hier um. Vorne ist ja der Burgeingang. Nochmal eine Elite von Urshak. Da hat uns aber wer erspäht. Ist aber nicht weiter schlimm. Jetzt kommt ein bisschen was auf uns zu. Am besten direkt erstmal auf den Schaman. Weil der geht mir am meisten um Zeiger. Geh aus dem Weg. Dass die immer in die Schussbahn laufen. Ich meine, da kann ich auch nichts für. Bin ja auch nur ein Mensch. Ach, halt die Klappe. Hat auch irgendwer geschrieben, ne? Hier, in den letzten Folgen. Ich kann sie zwar dem 1:1 wiedergeben, aber so ungefähr vom Sinngehalt. Ja, bla bla bla. Die Belagerung, die Ork-Belagerung war standhaft bis jetzt. Ja, denn jetzt kommt Roland. Sprich, sie hatten Erfolg mit ihrem Vorhaben. Und dann taucht der gute Roland auf und ruiniert wieder allen den Spaß. Ja, volle Lotte drauf. Am besten direkt erstmal auf den Schaman. Und alles, was sich dann wieder in die Flugbahn hinein windet, stirbt eh. Und dann kommt ein paar Schreie auf uns zu. Ah! Aus den verfuckten Totenköpfen aus dem Weg. Oh, ich hab ihn schon getötet, okay. Oh Gott, ey. Wollte gerade schon sagen, jetzt hätte ich den einen da beinahe übersehen. Das wäre ja halsbrecherisch geworden. Dem in die Arme zu laufen mit wenig Leben. Wobei noch war die alles unter Kontrolle, so wie immer eigentlich. Auch wenn ich sterbe, dient das immer nur zu Demonstrationszwecken. Also nur damit das hier mal klargestellt ist. Das ist alles so von mir gewollt. Alles. Bis ins kleinste Detail. Alles kalkuliert. Auf jeden Fall haben wir jetzt
Nee, ganz haben wir Da ist nicht zu den holen. Belagerungsring nicht zerschossen. Da ist nicht zu holen. Haben wir hauptsächlich hier Dinge benutzt. Den Hetzer deswegen auch zerschossen. So, gucken wir mal ganz kurz, wie es von vorne aussieht. Ich meine, es ist ja zu vorne, das Tor. Gib mir deinen Apfel. Das heißt, können wir von hier aus schon reinsehen? Sehen wir da einen Gegner? Ja, Methanaorkrieger, okay. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum laufe ich hier nochmal entlang? Das ist ganz einfach. Roland hat Blut geleckt, jetzt kann ich ihn auch nicht mehr steuern. Jetzt will er hier jeden umbringen, den er sieht. Ignoriert sogar die Fälle dafür. Ich gebe gerade nur wieder, müsst ihr dazu wissen. Also ich mache gerade gar nichts. Ich habe gerade die Hände weg von der Tastatur. Ja? Der Roland, der randaliert jetzt. Ich habe jetzt auf gar nichts mehr Einfluss. Ich kann für nichts garantieren. Und, ach nee, die hat ja doch schon getötet, ne? Ja, daran ist der Roland schuld. Überall Tote. Nee, nicht überall. Hier haben sich noch ein paar vereinzelte Seelen zusammengerottet und versuchen jetzt irgendwie zu überstehen. Ja, Roland lässt den Jäger zum gejagt werden. Ja, wobei Jäger ist ja der richtige Begriff. Ich mach Wo tappen die denn fertig. hin? Ist hier Abmarschbefehl oder was? Geben die auf oder warum hauen die auf einmal ab? Oder ist es wie bei dem alten Asterix-Film? 20 Uhr Tea Time oder was? Hauen alle vom Schlachtfeld ab oder wie oder was? Auf einmal latschen die alle weg. Sachen gibt's. Die Feldräuber. Wie hießen die anderen nochmal? Die eine Feldräuber-Variante, die so einen witzigen Namen hatte. Der Name gerade gar nicht mehr ein. Fand ich auf jeden Fall sehr witzig. Ich müsste jetzt auch nicht schreiben, ist vollkommen irrelevant. Haben die sich jetzt alle zurück ins Ohrgebiet verpisst oder was? Was für Luschen. Die anderen Feldräuber. Wiesenschinder, ne? Könnt ihr noch eine neue Version einbauen? Die würde ich dann Ackerdiebe nennen oder sowas. So, auf jeden Fall, wenn wir erstmal pennen eine Runde. Hier mitten im Dreck. In den Ascheüberresten des alten Außenrings. Des alten Lagers. So, stehen wir wieder auf. Wohlgemerkt ziemlich tückisch, wir müssen den Schlafsack immer wieder mitnehmen. Da oben guckt gerade ein Ork raus. Ja, da oben, der da, jetzt könnt ihr auch sehen, falls ihr nicht gesehen habt. Das hat euch angezeigt. Der hält Aussicht, hält Wacht, aber irgendwie nicht so ganz effektiv. Denn sonst müssten ihm die 100 Leichen hier aufgefallen sein. Und das ist anscheinend nicht der Fall. Seid ihr aber schwarze Wölfe? Was ist denn das hier für eine Höhle? Netter Goblins. Oder da muss ich eine Ausnahme machen. Da muss ich ganz kurz. Krautschöckel? Ach komm, warum auch? Scheiß Heilkraut. Naja, gut. Nicht zu plündern. Hauptsache irgendwelche humanoiden Lebensformen umgebracht. Egal wie behaart, egal wie groß, Hauptsache töten. Das ist der Mensch. Ja, Roland. So. Die sind vielleicht auch da hoch, wie auf der Anhöhe oder so, irgendwo da. Da war ja auch mal, nee, das war da weiter vorne. Da vorne, da oben auf der Anhöhe war auf jeden Fall ein General oder Feldherr oder ein wichtiger Ork halt. Irgendwie sind die abgezogen. Ich dachte, es lag an der Uhrzeit. Vielleicht hätte es auch eine Quest sein sollen, die ich jetzt wieder ruiniert habe. Nicht zu Weil holen. ich vorweggegriffen habe. Das könnte ich mir sogar gut vorstellen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob so optimal ist, wenn wir in die Burg hineinlatschen. Ich habe eigentlich versprochen, oder was heißt versprochen nicht, aber
gesagt, dass wir diese Folge hier in die Burg gehen sollen, wollen. Ah, wer erinnert sich nicht hier dran, ne? Noch bevor man die Hütte hatte bei Skeddy, war das hier die gammeligste Unterkunft, die man sich vorstellen konnte. Nee, aber sie war trotzdem irgendwie ganz nett, fand ich. Zumindest habe ich sie als Unterkunft genutzt, weil ich wusste nie, was da drin hätte sein sollen. Ich glaube, da war auch soweit gar nichts drin. Ich hoffe, das ist eine gute Idee, was ich jetzt vorhab. Wie gesagt, ich hoffe, ich greife jetzt nicht vorweg. Kuckuck. Komm. Ist nicht dein Ernst, oder? Guckt euch diese Flugbahn an. Ich mach dich fertig, Mora. Guck mal, wer hier fertig macht. Ah, ist der herrlich hier runtergefallen. Habt ihr das gesehen? Ach, hammerhart. Käse. Viermal Käse hat er dabei gehabt. So ein Blödkopf, was soll denn das? Hauptsache der Käse dabei, ja. Ist unfassbar. So, jetzt aber hier obachten, ne? Jetzt kann man hier nicht mehr sicher sein. Hallo? Ich mach dich fertig, Mora. Ups. Kuckuck. Langsam. Jetzt bin ich alle aggro auf mich. Oh Gott. Wow. Okay, also das habt ihr gerade auch gesehen. Meine Luftanzeige ist auch noch da. Jetzt bin ich aber hoffnungslos verwirrt. Guten Morgen! Scheiße. So sollte das Ganze jetzt auch nicht ablaufen. Jetzt kommt er hier nicht mehr hoch oder was? Au! Eieieiei. Wisst ihr was? Leckt mich. Wobei ist das eine gute Idee? Ich kann schwer einschätzen, ob es eine gute Idee ist. Nein, halt, 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 nein! Wow. Ganz kurz hier sicher. Hier. Ach du Heilige. Ja, wie gesagt, ich meine, wir könnten Feuer regen, ne? Das wäre überhaupt nicht schwer. Das wäre sowas und einfach. Aber der Punkt ist, ich weiß nicht, wo sich Urshak befindet. Und ich will den jetzt nicht in Mitleidenschaft ziehen. Indem ich da drin alles wegbrenne. Och, jetzt hängst du fest. Jungs, okay, jetzt seid ihr mir hoffnungslos ausgeliefert. Jetzt kann ich euch gar nichts mehr garantieren. Ich mach dich fertig, ihr Missgestalten. Mann. Halt bloß die Gosch. Ihr geht jetzt alle drauf. Dreckspenner da. Okay, noch kein Urshak dabei gewesen. Noch habe ich alles unter Kontrolle. Jetzt sind wir quasi am Belagern. Da ist nicht zu holen. Also alleine. Metzeln uns hier Schicht für Schicht durch. Bitte gib mir jetzt keiner mehr auf den Sack. Ich will doch nur da hoch, Mann. Hallo? Okay, die gaffen in die falsche Richtung. Sollen sie weiterhin machen? Das kommt mir ganz gelegen. Uda liegt hier. Der Bruder Uda. Nee, komm, das vergessen wir gleich wieder. Also auf jeden Fall scheint hier drin alles weggemetzelt zu sein. Um ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit zu erlangen, töte ich mal die beiden Penner hier. Ja, ja, du machst mich fertig, natürlich. Das haben deine 523 Brüder auch schon gemeint. Und das waren nur die, die ich verstanden habe, die sich artikulieren konnten in meiner Sprache. Wie es bei den anderen 6324 aussah, weiß ich nicht. Aber die wollten mir bestimmt was Ähnliches sagen. So, hier haben wir noch eine Truhe. Was da drin? Nichts von Belang. Okay, also
Der Sturm auf die Burg war soweit erfolgreich. Ob wir hierher sollen, weiß ich eigentlich nicht. Also wir können auf jeden Fall mal vorbeischauen. Also das haben wir auch hier quasi getan. Und natürlich können wir uns auch die ganze Burg und so nochmal genauer anschauen, vielleicht irgendwas Sinnvolles finden. Aber der Punkt ist, wie gesagt, keine Ahnung, wo sich Urshak befindet. Eigentlich fände ich es besser, das erwähnt jetzt auch nochmal am Ende der Folge, damit ihr es auch wisst. Was, wie gesagt, weswegen ich am Anfang auch das angesprochen hatte mit den, da ist nicht zu holen. Dass es halt sein kann, dass sich Fragen doppeln. Also mir wurde geschrieben, mehrmals, dass sich Lord Hagen und seine Truppen im neuen Lager befinden. Der hat einen Schlüssel dabei gehabt. Hierfür? Ich hätte vielleicht lesen sollen. Naja. Gucken wir in der nächsten Folge oder irgendwann später, weil, wie gesagt, oh, die Knochenjäger, sag ich, bin ich behindert. Die Drachenjäger sind ja auch am Arsch hier drin. Unfassbar, wie viele Orks waren denn da? Ja gut, es waren ein paar. Aber für Roland war es ja auch kein Thema. Der namenlose Held hätte es auch hingekriegt. Die Drachenjäger müssen noch was drauf haben. Naja gut, vielleicht haben die nicht so viele Tränke dabei gehabt wie wir. Auf jeden Fall, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, Lord Hagen und sein Trupp befindet sich im neuen Lager und die haben dort einen Haufen Quests für uns. Denn ich hatte ja die Frage mehrmals gestellt, wie und wo und ob es Nebenquests und ganz viele andere Quests und sonst was gibt. Ne? Und wie gesagt, ich hoffe jetzt einfach mal, dass Urshak sich nicht hier befindet, in der Burg. Aber da warte ich mal auf eure Antworten. Also sprich, ihr müsst mir Freigabe geben oder verweigern. Ja? Entweder ich kann hier rumrandalieren und die ganze Burg auseinandernehmen, die nächsten, vielleicht ein, zwei Folgen oder vielleicht auch nur eine Folge. Und dann gehen wir quasi ins neue Lager. Oder ihr sagt, nee, pass auf, da in der Burg ist Urshak drin und noch ein paar andere wichtige Orks oder irgendwas Questbezogenes. Geh erstmal zu den Paladinen. Ja? Vielleicht ist es auch von der Story her besser. Denn wie gesagt, ich hatte jetzt das Gefühl, dass die Orks da abmarschiert sind. Also gestern Abend, also gestern Ingame-Abend. Und ich habe keine Ahnung, warum die abgezogen sind. Ich dachte, das wäre so ein, ne, so ein Zeitding von deren Tageszyklus eben. Aber die sind ja am nächsten Tag nicht wieder da gewesen. Zumindest glaube ich das nicht. Deswegen habe ich den Belagerungsring jetzt vernichtet. Oder wie sieht's aus? Ne, deswegen, ich habe wieder Fragen. Und ich bin ja übervorsichtig, das wisst ihr ja. Und ja, da hätte ich gerne, wie gesagt, erstmal ein paar Antworten, bevor wir hier weiter randalieren. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.